Hallihallo, hier ist wieder Nicole von Düsseldorf for Kids und heute wollte ich euch zeigen, wie ihr mit wenig Platz einen Schlafplatz und eine Wickelauflage oder eine Wickelecke zugleich kreieren könnt. Und zwar seht ihr hier einmal unser Babybettchen und auf diesem Babybettchen die Wickelauflage ist hier hart. Das heißt, wenn ihr das auf das Bettchen legt, liegt das Baby hart. Und wenn ihr das nicht mehr braucht, könnt ihr das ruhig zur Seite legen und dann habt ihr ein ganz normales Babybettchen. Was wir immer wieder empfehlen können, ist ein Organizer fürs Babybett. Im Organizer könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr das Bettchen auch als Wickelauflage nutzt, hier eure Pampers verstauen oder Windeln, Feuchttücher, Schnuller und so weiter. Und wenn die Wickelauflage wieder hier drauf liegt, habt ihr das alles super griffbereit. Last but not least, wir sind ja nicht District for Kids, sondern wenn ich noch eine coole Idee hätten. Und zwar könnt ihr für die schlichten, aber auch schönen Wickelauflagen auch einen Wickelauflagenbezug bei uns besorgen, um zum Beispiel alles in einem Stil zu halten, wie zum Beispiel in unserem tollen Boho-Stil. Ich zeige euch das einmal. Ich spanne das einmal drauf. Zack und zack. So, ganz, ganz easy. Sieht auch schon wieder ganz anders aus und im Stile von District for Kids. Legt ich hier einmal drauf und zack, ist ein schöner, wunderschöner Wickel- und Schlafplatz kreiert. Mit dem Boho-Organizer, mit der Wickelauflage oder Wickelauflagenbezug im Boho.